Hallo Grillfans, es ist Winter, Grillsaison grundsätzlich vorbei ist jetzt anders, aber ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute einfach nochmal ein Frühstück. Was das genau wird, zeige ich euch jetzt. Dafür brauchen wir Folgendes. Toast, Tomate, Lauchzwiebeln, leckeren Schinken, Creme fraiche, und ein bisschen Sahne. Als Gewürze reichen Salz und Pfeffer dicker aus. Und ganz wichtig, jetzt bereiten wir erstmal die Masse vor. Einmal Creme fraiche. Ein weiteres Mal Creme fraiche. Sahne nehmen wir gleich, weil ich noch nicht weiß, wie viel. Lauchzwiebeln. Diese schälen wir erstmal. Dadurch, dass wir nicht so viel brauchen, ist das hintere, dass sie nicht mehr so schön sind, auch egal. So, dann ein paar feine Ringe. Ein bisschen Grün für die Farbe. So, muss aber schon reichen. Dann ein paar Tomätchen. Die einfach würfeln. Strunk. Eigentlich wollte ich noch Zwiebeln mit reinmachen, habe mich jetzt aber spontan dagegen entschieden, weil ich ein bisschen mehr Lauchzwiebeln genommen habe als geplant. Oh, das sieht doch schon sehr gut aus. So, da brauchen wir keine Sahne mehr, aber Salz, Pfeffer. Tomaten verlieren noch genug Flüssigkeit. Oh, ganz viel Kaffee. Also frisch gemahlener Pfeffer finde ich riecht absolut brillant. Die Brote. Die Brote kommt jetzt überall von der Masse drauf. Ich mache erstmal einen Esslöffel und dann gucken wir, was übrig ist. Ein
bisschen glatt verstreichen. Das Ganze gleich, kommt gleich bei 170, 180 Grad in den vorgeheizten Backofen. Und dann lassen wir es mal überraschen. Ich glaube, ich passe hier unten, passt noch eine ganze Reihe hin. So, und dann sehen wir uns wieder, wenn sie fertig sind. Sind wir mal ehrlich, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht wieder was vergessen hätte. Also, überall am Käse. So, jetzt aber gleich in den Backofen. Und das hier circa eine Viertelstunde. Wobei ich sie jetzt ganz oben liegen habe, da muss ich mal gucken, ob das nicht schneller geht. Ein bisschen im Auge behalten. Entschuldigung. So. Tücken der Technik. Viertelstunde ist um, das heißt, die Toastbrote sind jetzt fertig. Dann holen wir die jetzt mal raus. Es hat ein bisschen getropft. Hilfe. Direkt mal das Gesicht verbrannt. So, die stelle ich jetzt mal hier vorne hin. Achtung, Spoiler aufs Mittagessen. Oh, die sehen aber, also mal abgesehen davon, dass sie durchhängen, sehen die sehr gut aus. Scheiße. Habe ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Ja, schade. Aber ansonsten, super. Ich würde sagen, mein Ofen hat eine ungleichmäßige Hitze. Vorne ein bisschen mehr, dafür hinten ein bisschen weniger und in der Mitte gar nichts. Egal. Hauptsache schmeckt. Wir sehen uns gleich am Tisch wieder. Essen ist fertig. Ich probiere es jetzt. Ein sehr einfach gemachter Toast-Flammkuchenart. Wie gesagt, sehr gut, sehr erfrischend, sehr leicht, obwohl es Creme Fraiche ist, der da drin ist. Oder Creme Double ist es, glaube ich, sogar. Es würde mich freuen, wenn ihr das nachmachen würdet, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Einmal hier und hier habe ich einen Abo-Button. Ich schmeiß mich gerade schon mit Essen. Hier verweise ich auf andere Kanäle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ein andermal.